ich heiße Kara Campbell und bin Moderatorin und Schauspielerin. Okay. Und wie sieht Ihr Privatleben aus in Bezug auf Klima und Umstellung und grünes Denken und Ökologie? Tun Sie da aktiv was in Ihrem Privatleben? Also ich sage jetzt mal, ich tue das, was glaube ich so jeder heutzutage probiert ist. Also man fängt an mit Abfall trennen und man achtet ein bisschen drauf, was man, nicht nur was man wegwirft, sondern auch was man einkauft. Und man kauft im Bioladen ein und man fährt eben nicht, so wie Hannes Jenicke das gerade auf der Bühne gesagt hat, mit dem Geländewagen einfach den Kudamm rauf und runter, sondern man sieht schon zu, dass man eben das Auto auch mal stehen lässt und solche Sachen. Ja? Okay. Das macht man schon. Also sehr viel mehr tue ich leider nicht. Also ich habe leider keine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ja? Aber so, Mietshaus. Das ist ein Anfang. Ja, ich habe noch Anfang. Genau. Und jetzt kurz vor den Wahlen, was würden Sie denn den Politikern gerne mal mitteilen oder einfach mitgeben, dass sie das in Zukunft ein bisschen mehr ernster nehmen? Was würden Sie einfach sagen? Ihr Appell an die Politiker. An die Politiker in Bezug auf Nachhaltigkeit oder generell? In Bezug auf Nachhaltigkeit. Oh, in Bezug auf Nachhaltigkeit generell an alle Politiker, also parteiübergreifend ist natürlich schwierig, ne? So eine generelle. Dass sie es mehr in den Mittelpunkt rücken, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ein Award wie dieser, und ich habe, also das ist jetzt das zweite Mal, dass es den Cleantech Media Award gibt, und ich habe vorher nichts davon gewusst, und das finde ich eigentlich nicht richtig, und ich finde, dass dieses Thema viel mehr in die Öffentlichkeit gehört, dass diese innovativen Ideen, die hier jetzt heute präsentiert worden sind, wahnsinnig spannend sind, sehr wichtig, allgemeingut werden sollten, und ich sage jetzt mal ganz frech, es ist hier spannender als bei irgendeinem Filmpreis. Das finde ich auch sehr gut, dass Sie das so betont haben, ja, dass man das auch in Zukunft öfter mal wiederholen, also jährlich wie auch letztes Jahr. Ich finde, dass dieser Award einen sehr wichtigen Beitrag für diese ganze neue Thematik gibt und bedanke mich bei Ihnen. Ich danke. Danke, schönen Abend.